Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress, der Steam-Version. Und dem zweiten Anlauf nochmal dieselbe Stunde zu wiederholen, weil ja kurz vor dem Ende das Spiel mir wieder abgestürzt ist. Ja. Und ich vergessen habe, zwischendurch zu speichern. Wie sehen meine... Also ja, hier ist alles scheiße. Fangen wir erstmal wieder damit an, die restlichen Blockwaits zu platzieren. So, und dann hier einen Channel-Befehl zu machen. So, im Augenblick fehlt ja nur dir Zimmer und Zeug, also dem Jailer. Ja. Das heißt, ich gebe jetzt mal Work Orders. Fünf Tables. Für 10 Thrones. Und zwei Statuen in Auftrag. Und so extra eine Tür. So. Mein wütender X-Bow-Leader ist immer noch mein wütender X-Bow-Leader. Und den sperren wir mal für eine Weile weg. In der Hoffnung, dass er dich dann vielleicht etwas beruhigt. Hier liegt überall noch Vomit und so Zeug rum. So, und als nächstes gebe ich mal hier den Auftrag, hier alles noch zu smoothen. Hier sind teilweise nicht mehr die Wände gesmoothed. So. Dass wir hier schön alles gesmoothed haben. So, dann kann ich schon mal Türen platzieren.
Ich versuche jetzt doch nochmal einen Barrow hier einfach einzurichten. Kurzzeitig. Und dazu sagen. Alle Zivilisten. Also in dieses Barrow. Ich weiß nicht, ist das Barrow jetzt? Recenter, Repaint. Da muss ich da noch was einstellen. Ist es jetzt aktiv, das Büro, oder ist es inaktiv? Weil die Kinder, die stehen immer noch da draußen rum. So, der verbringt ein paar Tage in Prison. Okay, ich remove das Barrow mal, weil es bringt einfach nichts. Die Kinder bewegen sich keinen Millimeter. Wird sie da drin am liebsten vergraben. Ja, es ist schön, dass ihr spielt, aber ihr könntet auch im Vorspielen, nicht da draußen. Oh, der ist immer noch ein bisschen kaputt. Was sagt denn so mein Hospital? Brauchen wir gerade irgendwas? Powder. Ernsthaft, Kinder, kommt endlich rein.
Das Problem ist, sie gehen auch immer wieder raus, um miteinander zu spielen, anstatt dass sie wieder reingehen. Was ist nur verkehrt mit diesen Zwergenkindern? Es sind Zwerge, ich weiß, aber trotzdem. Weitere Work Orders muss ich noch in Auftrag geben. Wobei manche Sachen kann ich manuell machen. Also zum Beispiel ein Bett. Ein extra. Beziehungsweise zwei extra Table. Drei extra Throne. Ein Weapon Rack und ein Armor Stand. Und noch eine Statue. Ich muss sagen, die sind ziemlich fleißig hier gerade. Die Kinder machen mich echt fertig gerade. Würdet ihr bitte wieder reingehen oder muss ich euch erst einsperren? Okay, hier können wir die nächste Ebene channeln. Und ja, kann ich sie reinlocken, indem ich ihnen einfach einen Hauler-Befehl gebe? Ja, Gott sei Dank. Da wirft wieder jemand ein Tantrum. Einen davon. Kuppel, du solltest eingesperrt sein.
Jetzt haben wir drei angepisste Zwerge. Wer ist denn da jetzt der dritte? Ein Soldier, ja, das war klar. X-Ball-Leader, und wer ist der letzte? Ein Dwarven-Child, das ist mir sowas von egal. So, die können wieder weg, die Dumping Designations. Hauptsache, die Kinder sind drin. In der Hut. Also im Vor. Aber bis jetzt keine neuen Barone oder sowas. Wie sieht's hier aus? Das Dumme ist, dass er da auch keine Lust zu arbeiten. Achso, der ist beim Floor Detailen. Auch gut. Ja, seriously injured. Ausgeschlagene Backenzähne. Oh ja, das ist jetzt zugemauert, Gott sei Dank. Hier haben wir alles geschliffen. Nach der halben Zeit werde ich mal wieder speichern. Wie viele Hunde und so habe ich eigentlich noch? Jede Menge. Oh Gott, also danke, er sind nicht mal im Käfig. Ja, er ist caged.
Meine Xbox haben gerade nichts zu tun. Wie sieht's hier aus? Oh, wir kommen, machen Fortschritte. Können wir ja schon mal ein Bett platzieren. Habe ich ein Cabinet schon gemacht? Nein.